Schon im November hatte Hertha-Manager Michael Preetz im Kicker erklärt, der Hauptstadtklub wäre sehr daran interessiert, dass Peter über 2018 hinaus für Hertha spielt. Am Mittwoch nun konnte er Vollzug melden. Peter Pekarik, einer der dienstältesten Profis der Berliner, wird über die laufende Saison hinaus beim Bundesligisten bleiben. "168 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse hat Pekarik auf dem Buckel, 113 davon für Hertha. Der 31-Jährige kam im Sommer 2012 vom VfL Wolfsburg, mit dem er 2009 deutscher Meister wurde. In der Spielzeit 2012/13 kehrte Hertha mit Pekarik, 19 Einsätze, in die Bundesliga zurück. Er ist mit seiner Erfahrung ein Vorbild für unsere jungen Spieler. Wir freuen uns daher, dass er auch zukünftig bei uns spielen wird, meinte Preetz. Peter ist ein unglaublich wichtiger Spieler für Hertha BSC. Mit seinen immer stabilen Leistungen ist er zu unserem MR. zuverlässig geworden. Hertha BSC war bei meiner Entscheidung allererste Wahl. Der Verein ist mir ans Herz gewachsen und gehört praktisch schon zu meiner Familie, begründete Pekarik die Vertragsverlängerung. Hier hat sich in den vergangenen Jahren eine Menge entwickelt, deshalb bedeutet es mir viel, weiterhin ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Ich freue mich auf die Herausforderungen mit diesem tollen Team und werde alles geben, diesen Weg mit den vielen jungen, talentierten Spielern weiterzugehen und gemeinsam etwas zu erreichen. Anführungszeichen genaue Angaben zur Vertragslaufzeit von Pekarik, der in der laufenden Saison 9 Bundesliga, 5 Europa League und ein DFB-Pokalspiel bestritt, machte der Verein nicht.